Mein Name ist Isabella Wall, ich bin Architektin und ich leite zusammen mit meinem Partner Günther Trimmel das Büro Trimmel Wall Architekten. Und wir befinden uns heute an der äußeren Marienhilfestraße in einem Altbau, den wir saniert haben und das Dachgeschoss ausgebaut haben. Das Haus wurde Ende 19. Jahrhundert erbaut. Und vor 4 Jahren gab es eine Gasexplosion im Haus, die große Teile zerstört hat. Und die mussten wieder aufgebaut werden, bevor wir mit der Sanierung begonnen haben. Die größte Herausforderung für uns war eben, dass ein Teil des Gebäudes durch die Explosion nicht mehr da war und dass das Gebäude teilweise einsturzgefährdet war. Bei einer Sanierung im Passivhausstandard muss man natürlich besonders viel Wert legen auf die Ausbildung der Details, vor allem was die Wärmedämmung, was die Luftdichtheit angeht und natürlich auf eine Wohnraumlüftung. In der Sanierung ist es natürlich schon schwieriger, eben all diese Details wirklich so zu erfüllen, aber im Dachgeschossausbau eigentlich nicht. Also der allgemeine Trend des Passivhauses und der Erfüllung gewisser Werte ist natürlich da, das wird in den nächsten Jahren immer stärker sein sicher. Und wann immer es das Projektbudget erfordert, schlagen wir vor, eben auch den Passivhausstandard zu erfüllen und das kommt bei den Eigentümern eigentlich immer gut an.